Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich möchte gerade mal ein kleines Testvideo machen, da habe ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen. Und zwar habe ich im Keller gefunden einen alten Wasserkessel und ich wollte jetzt mal ausprobieren, wie lange dauert es, bis mein Wasser kocht in diesem sogenannten Trackkettel, glaube ich, von Primus, heißt dieses Gefäß. Oh ja, und zu diesem Zeitpunkt kocht es auch schon. Gut, das kann die Sache natürlich etwas beschleunigen jetzt. Und wir stellen um Punkt 16 Uhr unseren Kessel drauf. Mal gucken, wie lange das dann braucht. Denn ich habe jetzt extra Trangia-Befüllungen genommen von der Buschbox, weil das ist zumindest einigermaßen vergleichbar. Wenn ich jetzt mit Holzfeuer arbeiten würde, dann hätte ich das große Problem, dass das ja mal ein bisschen besser brennt, dann wieder ein bisschen schlechter brennt, dann schmeißt man gerade mal wieder viel nach, dann läuft es gerade wieder nicht so gut und immer so weiter. Und mit Trangia habe ich doch eine relativ konstante Befeuerung. Und mir scheint, also das war zumindest jetzt meine Theorie, dass mein kleiner Kessel hier besser performen könnte, was die Wasserkoch-Performance angeht, als eben dieses Ding. Wobei man sagen muss, dass dieses Ding mit Deckel hier auch schon relativ effizient ist. Hat jetzt gedauert 8 Minuten in diesem Teil, ne? Achso, das seht ihr gar nicht, wenn ich das nebendran stelle. Und waren 300 Milliliter Wasser. Und die werde ich jetzt natürlich auch verwenden und mir ein kleines Teechen zubereiten und natürlich den obligatorischen, üblichen Krümeltee, was sonst. Irgendwer hat mal in die Kommentare geschrieben, Krümeltee muss überdosiert werden. Ich bin geneigt, mich dieser Aussage anzuschließen. Und das ist auch exakt eine 300 Milliliter Tasse. Habe ich deswegen dabei, damit ich halt eben 300 Milliliter auch entsprechend korrekt abmessen kann. Jetzt sollte ich noch ein klein wenig was übrig haben. Ja, einen Schluck. Und dann rühren wir das Ganze mal um. Das ist übrigens ein toller Plastiklöffel, den ich immer wieder verwerte. Kleiner Tipp für die Umweltschützer unter uns, Plastiklöffel wieder verwerten. Wenn man schon an Plastiklöffel rankommt, ohne sie sich gekauft zu haben, dann kann man sie auch ganz oft verwenden. Dreck ist drin, macht nichts. So, zum Wohl. Es ist hier ein bisschen windig heute, das ist aber nicht schlecht, weil ich teste bei der Gelegenheit mal noch schnell die Windanfälligkeit meiner Kamera unter verschiedenen Windbedingungen. Das braucht ihr euch nicht alles angucken, das sind teilweise bloß so, ich halte die Kamera mal in den Wind, sage so sinnvolle Sätze wie Test und mach wieder aus, aber es ist im Rahmen dessen, dass ich das jetzt mal ausprobieren will, heute wirklich ganz praktisches Wetter. Ich gehe nämlich davon aus, dass wir so Windverhältnisse wie jetzt. Ich stelle fest, das ist nicht mein Titanbecher. Da verbrennt man sich schnell die Zunge dran, wenn man da ganz heißes Zeug reinfüllt. Nee, das geht gar nicht. Ich bin ja Hitzeligastheniker, müsst ihr wissen. Oh, mein Kessel macht schon Geräusche. Der steht jetzt 3 Minuten drauf. Ohohoho. Und dann unterbreche ich meine Teelöffelerei auch so, sofort wieder. Und wir schalten zurück zum Kessel, weil der dampft es nämlich schon. Tada! Kann man nicht so gut sehen. Zoomen wir mal ran. Jetzt sieht man schon eher. Ja, also eindeutig, das kocht bereits. Da kann man es noch mal sehen. Ja, alles klar. Also ich hatte jetzt eigentlich gedacht, ich habe jetzt noch ein paar Minuten Zeit, um noch irgendwelches sinnloses Zeug daher zu plappern. Aber nein, weil
in Dreckkettel mit Deckel wohlgemerkt, kocht mein Wässerchen nach 8 Minuten. Ja, vielleicht hätte es auch nach 7 funktioniert, wenn bis dahin der Trank ja schon noch ein bisschen länger angewiesen wäre, noch ein bisschen besser gebrannt hätte. Vielleicht waren das jetzt auch ein bisschen windstillere Minuten gerade. Sagen wir mal, vielleicht hätte es also auch in 7 Minuten funktioniert. Trotzdem hat mein Kesselchen hier gerade nur 3 Minuten gebraucht, um 300 Milliliter Wasser zum Kochen zu bringen. Und warum jetzt der ganze Spaß? Also erstens wollte ich einen Tee trinken und zweitens hatte ich mir überlegt, es wäre doch eigentlich ganz interessant, diesen Kessel mal auszuprobieren, ob der nicht möglicherweise ein alternatives Wasserkochgefäß für meine Schwedentour wäre, weil der hat halt so was Uriges. Das Ding ist auch tatsächlich 40 Jahre alt. Ist ein stinknormaler Alu-Kessel ohne irgendwas Spezielles. Das Lieblings-Outdoor-Kochgerät meiner Mutter. Bei der habe ich es eben dann halt auch entsprechend gefunden. Und ja, bin begeistert, wie schnell das jetzt funktioniert hat. Ich glaube, ich habe noch nie auf einem Trangia Wasser in 3 Minuten gekocht, auch wenn es nur so eine kleine Menge ist. Aber trotzdem. Also wir stellen natürlich deswegen fest, dass das mit dem Kessel besser funktioniert, weil der natürlich einen großen Boden hat. Das heißt, sämtliche Hitze, die vom Trangia aufsteigt, kann auch genutzt werden. Solche kleinen Outdoor-Töpfchen haben ja in der Regel die Eigenschaft, dass sie relativ hoch sind und einen relativ kleinen Boden haben, rein von der Fläche her. Man hat also relativ wenig Angrifffläche, wo die Flamme überhaupt arbeiten kann. Und ja, ich vermute mal schwer, dass das A physikalisch Sinn macht und B wahrscheinlich auch ein wesentlicher Grund dafür gewesen sein könnte, dass das jetzt in diesem Kessel eben so viel schneller ging. Ja, okay, also Kessel versus Kettle heißt ja dieses Ding, Dreckkettel, was immer ein Kettel sein soll, hat eindeutig der Kessel gewonnen. Ja, war jetzt kein ganz so spektakuläres Video, wie ich gehofft hatte. Egal, sind wir schlauer. Macht's gut.